Hey Servus, in diesem Video soll es mal darum gehen, wie man denn mit einem Power Commander bei der 701 Knallen einprogrammieren kann. Mich haben ja schon einige Leute gefragt und ich habe gedacht, ich mache mal direkt ein Tutorial. Jetzt zum Beispiel mit Cut, ohne Cut, mit DB-Killer, ohne DB-Killer, das ist völlig egal. Ich werde euch jetzt für alle Varianten etwas Schönes zeigen und dann damit viel Spaß in diesem Video. So, als kleine Erklärung vorneweg, wir verändern immer bloß die 0% Spalte, um das Motorrad zum Knallen zu bringen. Dabei wollen wir aber nicht den Bereich zwischen 1500 und 2000, also einschließlich 2000 verändern, denn das ist eure Standdrehzahl, die wollt ihr nicht verändern. Dann läuft euer Motorrad im Stand halt nicht mehr besonders gut, deswegen verändern wir das nicht. Variante 1, Auspuff mit Katalysator, dabei ist es egal, ob der Auspuff einen DB-Killer drin hat oder nicht. Wie das Beispiel ist, also wie das dann klingen kann, zeige ich euch dann direkt im Nachhinein, aber jetzt erstmal zu den Einstellungen. So, also die Standdrehzahl wollen wir nicht verändern, sondern bloß das oben drüber. So, das heißt, wir markieren jetzt 2250 bis einschließlich 4000 und machen das 10% magerer in der Fuel-Spalte. So, 10% magerer, das bedeutet, dass die Abgase heißer werden und dadurch sich im Auspuff entzünden durch den Cut. So, obenrum wollen wir das nicht machen, denn in den höheren Drehzahlbereichen entzündet sich das Gemisch automatisch, also von ganz alleine. Wenn wir das noch magerer machen, dann wird das Knallen leiser. Das heißt, je magerer wir das obenrum machen, in höheren Drehzahlen, desto leiser wird es. Das heißt, wir verändern bloß die Spalte und damit ist gut. Jetzt gehen wir auf Ignition, denn wir wollen auch die Zündung verändern. Wir wollen ja, dass es im kompletten Drehzahlband knallt beim Runtertouren. Das heißt, wir stellen jetzt die Zündung im kompletten Drehzahlband. Wir können wirklich bis runter gehen, aber das ist völlig egal. Deswegen mache ich es einfach mal bloß bis 7000, weil die 701 eher eine Schubabschaltung hat und erst ab 6000 oder so wieder einspritzt. Deswegen Zündung auf -20%. Das bedeutet, dass der Zündzeitpunkt 20% später kommt. Das heißt, das Gemisch wird später gezündet. Dadurch kommt mehr in den Auspuff und es kann auch lauter knallen. 20 bedeutet hier nicht 20 Grad nach hinten verschoben, denn der Power Commander kann maximal 20 Grad plus oder minus den Zündzeitpunkt verändern. Das heißt, 20% von 20 Grad sind 4 Grad. Das heißt, wir haben den Zündzeitpunkt jetzt 4 Grad nach hinten verschoben. So wie das klingt, zeige ich euch jetzt. Variante 2, Auspuff ohne Katalysator. Dabei ist es egal, ob mit oder ohne DB-Killer. So, darum geht es jetzt. Wir verändern jetzt wieder nicht die Standdrehzahl, das heißt wieder alles über 2250. Aber jetzt ist es so, ohne Katalysator muss man das Gemisch noch magerer machen, da die Abgase sich durch den Katalysator nochmal erhitzen und dadurch nochmal heißer verbrennen. Und das geht ohne Katalysator nicht. Das heißt, wir verändern jetzt das Gemisch von 2250 bis einschließlich 4000. Machen wir -20% und alles oben drüber bis 7000 machen wir auf -10%. Das ist der Unterschied zwischen mit Katalysator und ohne. Ohne Katalysator muss man das Gemisch magerer machen, damit es sich selber entzündet. Und bei der Zündung stellen wir auch was anderes ein. Jetzt gehen wir auf Ignition und stellen jetzt in dem kompletten Drehzahlbereich -100% ein. Das klingt viel, aber wie schon gesagt, der Power Commander kann den Zündzeitpunkt plus 20 Grad nach vorne oder hinten verschieben. Und jetzt verschieben wir ihn 20 Grad nach hinten. Das werdet ihr ganz deutlich merken. Wenn ihr runtertourt und kommt in diesen Bereich rein, wo wieder was eingespritzt wird, dann wird es erstmal schön knallen. Das ist sehr geil. Und im unteren Drehzahlbereich wird es dann auch knallen. Wie das klingt, zeige ich euch jetzt. Als drittes ein kleiner Tipp und eine Empfehlung von mir, was ich auch sehr gerne mache. Das geht jetzt mit Katalysator, da kommen keine Flammen hinten raus und das geht auch ohne Katalysator, da kommen Flammen hinten raus. Das heißt, mit Katalysator knallt es bloß und ohne Katalysator kommen auch Flammen hinten raus. Flammen kommen auch so hinten raus, wenn es knallt, ohne Katalysator, mit Katalysator nicht. So, und zwar verändern wir jetzt, wir verstärken jetzt bloß das, wo es auch normalerweise schon knallt.
Das heißt 4250 und 4500. Sagen wir jetzt 50% mehr Sprit. Das heißt, wir geben da 50 ein und sagen dadurch 50% mehr Sprit. Und werdet sehen, wenn ihr aus höheren Drehzahlen runtertourt, wenn ihr die originale Besetzung habt, dann ist es im dritten Gang ca. bei 66, 67. Dann knallt es auf einmal. Mit Katalysator knallt es, ohne Katalysator kommen auch Flammen hinten raus. Das werde ich versuchen auch nochmal aufzunehmen und dann kann ich euch das gleich zeigen. Bei der Zündung muss in dem Bereich natürlich minus 100% stehen. Also das könnt ihr echt gut mit den anderen verbinden. Das heißt, ihr macht das magerer, hier die 50% mehr und dann hier wieder magerer. Wenn ihr das eingestellt habt und die Zündung so, mit und ohne DB-Killer, es knallt wirklich bei beiden und es kommt auch wirklich bei beiden Feuer hinten raus. Also das ist wirklich echt geil. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt mal. So, als viertes und letztes noch ein kleines Extra. Das geht leider bloß ohne Katalysator, und zwar diese Flammen, die man im Stand rausbekommt. Das heißt, wenn man im Stand Gas gibt, das zeige ich euch auch direkt, nachdem ich das einprogrammiert habe, dass dann Flammen hinten rauskommen. Das ist richtig geil. So, die Zündung stellt ihr erstmal direkt auf minus 100% überall. Das heißt, 20 Grad die Zündung, den Zündzeitpunkt nach hinten verschieben. Dann bei Fuel in dem Bereich, also ihr sagt jetzt immer abwechselnd 50% mehr Sprit und dann für zwei Felder minus 100%. Das heißt, gar nichts einspritzen. Ich gebe das jetzt mal schnell ein. Das sieht dann in etwa so aus. Bei 2250 und 2550, dann für zwei Felder minus 100, dann wieder 50, wieder minus 100 und wieder 50. So, die 50, wie ihr hier schon seht, das ist auch die, wo es normal schon knallt. Dadurch habe ich das überhaupt festgestellt, als ich das ausprobiert habe. Jetzt ist es so, wenn ihr Gas gebt im Stand, dann kommen auch wirklich Flammen hinten raus. Wenn ihr langsam dreht und wenn ihr hochdreht auch. Das Problem damit ist aber, dass es wirklich mehr für die Show, denn wenn man damit fährt, ich meine, man kann damit auch fahren, da kommen auch Flammen hinten raus, wenn beim Runtertouren, das Problem ist aber, das Runtertouren ist sehr ungleichmäßig, denn bei den Stellen, wo minus 100%, also wo kein Sprit mehr eingespritzt wird, ist die Bremswirkung vom Motor viel stärker als da, wo 50% mehr Sprit eingespritzt wird. Und das merkt man wirklich deutlich, deswegen kann ich das nicht empfehlen, das während der Fahrt zu benutzen. Es ist nicht schlimm für den Motor, ganz klar, aber es fährt sich nicht angenehm. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Noch eine kleine Erklärung zum Rande, und zwar Knallen ist für den Motor nicht schädlich. Auch wenn das einige sagen, Knallen ist für den Motor nicht schädlich. Das stört ihn überhaupt gar nicht. Das Einzige, was sein kann, ist, wenn die Abgase möglich allgemein zu mager sind. Das heißt, euer Mapping ist allgemein viel zu mager eingestellt. Die Abgase werden viel zu heiß. Heißt, dass das Gemisch brennt, verbrennt zu heiß, kann euch den Kolben schmelzen, eure Auslassventile oder sonst was. Also passt wirklich auf, dass euer Mapping wirklich optimal gestaltet ist für euer Setup. Das heißt, für euren Auspuff mit oder ohne Katalysator und für eure Ansaugung. Das Knallen an sich, da verändern wir ja bloß in der 0% Spalte. Den Motor stört es überhaupt gar nicht, wenn es knallt. Denn die Auslassventile sind gehärtet, die sind robust, die stört es überhaupt gar nicht. Das Einzige, was sein kann, beziehungsweise das Einzige, was auf jeden Fall auch passieren wird, ist, dass die Dämmwolle in euren Auspuff schneller verbrennt. Allgemein, wenn ihr mit Katalysator fahrt, werden die Abgase, die nach dem Katalysator kommen, sehr heiß und dadurch verbrennt die Dämmwolle eh schnell. Wenn man ohne Katalysator fährt, dann verbrennt die Dämmwolle schon mal nicht so schnell, weil die Abgase nicht so heiß werden durch den Katalysator. Und durch das Knallen kommt ja auch Feuer hinten raus, beziehungsweise ohne Katalysator kommt Feuer hinten raus und mit Katalysator kommt kein Feuer hinten raus. Aber so und so werden die Abgase heißer gemacht beim Abmagern, weil wir magern ja ab. Und dadurch werden die Abgase heißer und das bedeutet auch, dass die Dämmwolle schneller verbrennt in eurem Auspuff. Das ist jetzt an sich nicht so schlimm und das werdet ihr wahrscheinlich auch überhaupt nicht merken. Aber ich wollte es bloß mal erwähnen, es ist nicht schädlich für den Motor, aber die Dämmwolle in eurem Auspuff könnte etwas Schaden nehmen. Das heißt, sie wird definitiv schneller verbrennen. So, jetzt zum Schluss möchte ich nochmal eine kleine Zusammenfassung geben. Und zwar jetzt für den Auspuff mit Katalysator, mit und ohne DB-Killer, das ist völlig egal. Der untere Bereich, der hier, der ist dafür zuständig, also diese minus 10% sind dafür zuständig, dass es im unteren Drehzahlbereich knallt, wenn man von Gas geht. Diese 250 bei 4250 und 4500 sind dafür zuständig, dass beim Runtertouren von der Drehzahl, also man tourt runter und dann, wenn man die Drehzahl erreicht, dann knallt es auf einmal. Das funktioniert auch mit und ohne DB-Killer. Oben drüber braucht ihr nichts ändern, denn das Ausschlaggebende eigentlich dafür, dass es mit Katalysator knallt, ist die Zündung. Die Zündung
steht dabei überall auf minus 20%, also im kompletten Drehzahlband. Ihr könnt dabei natürlich auch ausprobieren und die Zündung noch aggressiver stellen. Das heißt auf minus 50%, ihr könnt auch direkt minus 100% probieren. Das sollte genauso funktionieren, das sollte auch absolut kein Problem sein. Aber damit habe ich jetzt nicht so viel rumgespielt, da ich zurzeit gerade bloß ohne Katalysator rumfahre. Deswegen probiert das mal aus mit minus 20% und dann seid ihr erstmal gut dabei. Die zweite Variante ist ohne Katalysator. Da ist wieder der untere Teil dafür zuständig, diese minus 20% hier, dass es beim Runtertouren knallt, wie ich auch schon gezeigt habe in dem Video. Diese 50% oder auch, wie ich schon geschrieben habe, 100% ohne dB-Killer. Also 50% mehr mit dB-Killer und 100% mehr ohne dB-Killer, das funktioniert noch besser. Ein schönes Knallen, das ist auch wirklich laut und im Tunnel schallt es auch wirklich. Das müsst ihr wirklich ausprobieren, das macht richtig Spaß. Und dann im höheren Drehzahlbereich einfach minus 10%. Denn da ist das Gemisch eh schon magerer und da knallt es so am besten. Dabei ist die Zündung auch wichtig. Die stellen wir im kompletten Drehzahlband beim Runtertouren, außer die Standdrehzahl natürlich wieder, auf minus 100%. Was man auch mit Katalysator machen kann, aber ohne ist es erstmal besser. Also ohne knallt es auch, wenn man es auf minus 20% stellt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass minus 100% noch besser funktioniert. Und wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr auch wirklich merken, es knallt auch wirklich sehr gut. So, das waren dann erstmal die Grundeinstellungen dafür, was man machen kann, dass es knallt. Unteren Drehzahlbereich, im oberen Drehzahlbereich und dieses besondere extra laute Knallen. Jetzt kann man noch Spielereien rausfinden, ab welcher Drehzahl denn wieder Sprit eingespritzt wird. Denn ich kann mir vorstellen, dass circa unter 6000 dann wieder Sprit eingespritzt wird. Weil jetzt ist es so, jetzt knallt es einmal, wenn wieder was eingespritzt wird. Und dann bei 50% mehr. Es könnte auch sein, dass erst ab 5500 wieder was eingespritzt wird. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt mir auch wirklich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendetwas anderes rausgefunden habt, wie etwas knallt oder Feuer rauskommt. Auch gerne, wenn ihr es geschafft habt, dass mit Katalysator Feuer rauskommt, das könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, was ihr dann für Einstellungen genau gewählt habt. Denn ich, das alles, was ich hier rausgefunden habe, habe ich auch alles bloß ausprobiert und vieles durch Zufall rausgefunden. Deswegen wäre ich euch auch dankbar, wenn ihr es etwas ausprobiert, schaut, wie es bei euch am besten funktioniert und vielleicht, wenn ihr Bock habt, auch selbst ein bisschen rausprobiert, was welche Einstellungen sind, was macht. Minus 100%, plus 100%, plus 200% Sprit oder was auch immer. Könnt ihr gerne ausprobieren. Damit war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ und hat alle eure Fragen beantwortet. Wenn nicht, könnt ihr gerne noch Fragen in die Kommentare stellen, wenn ihr etwas nicht verstanden habt oder ähnliches. Und damit wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß beim Knallen. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities.